Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden. Und folgendes. Wir sind noch sehr klein. Nein, und zwar müssen wir jetzt schauen. Also es hängt jetzt sehr viel davon ab, wie diese Schlacht hier ausgeht. Also falls sie mich angreifen. Das ist ein großes Falls. Falls sie mich angreifen, habe ich die Chance, den ziemlich einen reinzuhauen. Oder die Chance, ziemlich Probleme zu bekommen. Also ich habe hier eine Full-Stack-Armee und hier unten. Da oben ist die 501., um die es jetzt geht. An sich denke ich nicht, dass er mich besiegen könnte, weil das alles so Schmutzi-Butzi-Einheiten sind, ihr wisst, was ich meine. Nur die Fernkämpfer machen mir Sorgen. Also die Fernkämpfer könnten sehr große Probleme machen. Vor allen Dingen die, ja, ich habe hier eine Pikiniers-Einheit. Wie gesagt, also hier die östlichen Einheiten oder östlichen Völkerfraktionen, wie auch immer, die gehen sehr stark auf Kavallerie. Vor allen Dingen auf Fernkampfkavallerie. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Genau, Fernkampfkavallerie. Und das ist ein Problem. Und das, was er jetzt macht, ist auch ein sehr großes Problem. Schweigen ist Gold. Das Mädchen wies zu Recht darauf hin, dass ihr Geld nichts nutzt. Ihre Besitzer würden sich nur wundern, woher es kam und das Schlimmste befürchten. Ihr konntet sie nicht dazu überreden, ihre Geheimnisse preiszugeben. Aha. Also hätte ich ja wirklich Gewalt oder also böse sein müssen. Okay. Ich muss das jetzt so machen. Also ich muss versuchen, ihn, also die drei wegzutreiben. Er alleine kann die, glaube ich, nicht einnehmen. Also ich hoffe es zumindest. Hier Ägypten hat... will mal Chris Gott sagen. Der hat einige Pikiniere. Der hat einige Pikiniere. Also einige, also ich weiß nicht. Also mindestens einer. Nee, deswegen macht es, glaube ich, für mich, mich sehr viel Sinn, ihn anzugreifen. Lokaler Handel. Macht hier Sinn wegen denen. Warte mal, ich schau mal gerade. Das geht bis... Nee, ich meine hier. 400 Wohlstand durch lokaler Handel und Landwirtschaft. Hier nochmal. Handelsabkommen. Ah, die Endella ist sogar besser. Ja. Der ist hier besser. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich hier vielleicht noch zwei... Söldner Kavallerie, die hat. Meine haben 44, die hat 49. Upsi, Entschuldigung. Persische Söldner Kavallerie, das ist auch Fernkampf. Dann hole ich mir mal zwei. Also ich kann nur zwei, aber zwei von denen. Und dann würde ich die angreifen. Genau. Okay, der hat vier Stück von den Pikinieren und der hat schon Waffen und Rüstung Stufe 1. Das ist nicht ganz so praktisch. Was für mich gut ist, ist, dass er nur zwei Steinschleuderer hat. Naja, mit dem General. Drei Fernkämpfer.
und nur 2 Kavallerieeinheiten. Das heißt, ich könnte ihn ziemlich ausspielen, trollen, keine Ahnung, also ich habe quasi die Bewegungshoheit, sage ich mal so. Ich muss natürlich schauen, dass ich vor allen Dingen mit den Fernkampf-Kavallerie, mit der Plänkler-Kavallerie, muss ich schauen, dass ich so viel wie möglich von ihm mitnehme. Das ist auch hier ganz praktisch, dass es jetzt so rum ist. Also es ist sehr praktisch, dass ich den Hügelvorteil habe. Das ist sehr schön. Die beiden kommen mal hier hin. Die Kamele kümmern sich um die feindliche Kavallerie. Okay, ich mache eine starke linke Flanke. Pikiniere, pikiniere, pikiniere. Okay. Autsch. Der hat sogar noch mehr Pikniere. Infanterie, Infanterie, Infanterie. Speerträger. Okay. Der hat 2, 4, 6 Pikniere. Au. Das ist bitter. Das ist nicht gut. Okay, der wartet natürlich auf mich, weil ich der Aggressor bin. Das wird eine heftige Schlacht. Also selbst mit 4 Pikiniereinheiten ist es heftig. Aber mit 6. Also ich muss halt schauen, dass ich in den Rücken von den Pikinieren komme. Okay, der befördert sie jetzt schon. Befördert. Also der. Ja. Moralisiert die jetzt schon. Okay. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen eine Aktion mit denen machen. Aber ich will mit denen auch schon bereit sein. Also, die kommen mal hier hin. Die kommen hier hin. Ja, ist eigentlich schon ziemlich gut hier positioniert. So, die Elefanten gehen hier hin. Und die gehen mal hier hin. Ich mach mal Plänkler-Modus an. Ach, das sind auch Kamele. Was machst du denn da? Du Scherzkeks, du. Gut, also die gehen in den Rücken. Die gehen in den Rücken, der kommt hinterher nochmal.
Legionäre angreifen. So. Die bleiben hier vorne. Wir gehen hier hin. Ich muss schauen, dass ich schnell die Fernkämpfer von ihm ausschalte. Die Männer wanken. Okay, das könnte jetzt meine Chance sein. Und zwar, die sind hier komplett verwurstelt. Sind hier komplett verwurstelt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unser General wird angegriffen. Das ist nicht so gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, das passt. Wir reiten mal da rein. Ah, nee, da rein. In den Rücken von denen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unser General ist gefallen. Na, das war klar. Das war klar. Oh ja. Oh. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, nee. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Aber hier, ja, hier habe ich ja viel zu lange einfach da gelassen. Und das war ein großer Fehler. Ein sehr großer Fehler. Hier geht mal raus. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So, schnell raus da. Hier. Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Also du kannst eigentlich da bleiben. Ah, jetzt fliehen alle, ne? Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, ich habe nicht gesehen, dass er 6 Picken-Einheiten hatte.
Aber so oder so hätte ich, also ich musste angreifen. Aber ich hab's nicht gut gemacht. 1200 habe ich aufgestellt, der hat das Doppelte ein bisschen über. Hatte hier waren. Hatte er noch eine Verstärkung? Oder sind das Pikeniere? Hm. Okay. Ja, ehrenhafter Tod auf jeden Fall. Ja, hier, das da sind nochmal Pikeniere. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Gut. Und jetzt muss ich hier schauen, was da passiert. Also, ja, das was da passiert ist, passiert. Hier, der da kann leider nichts mehr. Nichts mehr bauen. Ups. Nichts mehr rekrutieren. Okay. Dann spare ich mal die restlichen. Also ich muss jetzt schauen, dass ich irgendwie die drei Armeen hier rausbekomme. Okay, er geht schon mal raus. Das ist gut. Jetzt kommt der nächste. Ja. Meine Hoffnung ist seine Dummheit. beziehungsweise verdammt. Ich hatte gehofft, dass es eine andere Karte wäre. Eine mit sehr schönem Hinterhaltsding. Eine Pikeneinheit. Das Problem ist, wenn ich hier mich aufbaue, dann wird er den einnehmen und ein paar hier hinschicken und das war's dann. Wenn ich mich hier aufstelle, dann schießt er hier einfach rüber. Wenn ich mich hier aufstelle, das ist viel zu breit. Das wird interessant. Blöd ist, dass er von hier angreift. Also wenn er von da angreift oder von da, wäre es um einiges besser. Uiuiui. Das wird hässlich. Okay, ich baue dir einfach jetzt mal so auf. In der Hoffnung, dass er hier angreift. So, okay. Wir erwarten eure Befehle. Okay. Bin mal gespannt. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich tausche mal, damit, falls sie sich hier aufstellen, dass sie dann die angreifen und nicht die. Okay. Okay, schön die Bogenschützen angreifen. Schön die Bogenschützen angreifen und die sehr schön hier ganz schön, ganz stark. Das ist gut und schön, dass die auch hier angegriffen werden. Okay, das ist schon mal sehr gut. Okay, wanken, fliehen, danke. Jetzt feuerfrei.
Die schießen auch ein bisschen. Ist gut. Wieso bist du erschüttert unter Beschuss? Ich stelle euch mal so auf. Es ist schlecht, dass die angreifen jetzt. Geh ein bisschen hinter. Gut, jetzt stelle ich mich wieder auf. Okay. Ist natürlich jetzt schlecht, dass der hier rüber schießt. Warte, ich tausche wieder Platz. Ich bereite schon mal den Ausfall vor. Als er ausfällig wird. Oh, das war lustig. So. Okay. Du darfst trotzdem angreifen. Männer wanken. Okay, so Elefanten, macht euch bereit. Weil er kann ja hier rein. Und trampeln. Okay. Unser General wird angegriffen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gut, dann sind die jetzt dran. Und wieder raus. Immer raus und wieder rein. Das ist die Devise. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Was machen die da? Keine Ahnung. Lenkt die mal ab. Ihr kümmert euch darum, das ist gut. Die gehen mal wieder raus. Die kümmern sich darum. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Genau, deswegen geht ihr raus. Hier geht auch mal ein bisschen raus. Ich brauche ihn wahrscheinlich dann irgendwann noch. Okay, das war schon mal gut. Steinschleuderer sind noch voll aktiv. Die sind auch wieder unter meiner Kontrolle. Sehr gut. Icken. Ihr seid hier. Ach, wunderbar, ich habe gewonnen. Sehr schön. Strategos!
So, ihr schießt mal nicht weiter. So, gut. Die kämpfen auch noch und ich versuche den General zu töten. Er ist aber mit einer Kavallerie unterwegs, aber vielleicht schaffen die den. Komm schon, komm schon. Gut, wo ist der General? Ist auf jeden Fall weg. Na gut. Aber ich hab's geschafft. Ich habe 449 verloren. Also ohne meinen Big Boss hätte ich es nicht geschafft. Aber war auf jeden Fall gut. Uiuiui, das war sehr knapp. Knappe Kiste. Jerusalem wird halt ständig erobert, ne? Oder ständig umkämpft. Ja, das dachte ich mir auch. Gut, aber diesen Kampf werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye.